Herzlich willkommen beim sehr schönen und erfolgreichen Format des Vorwärts Verlags hier auf der Frankfurter Buchmesse. Heißt Politiker und Autoren im Dialog. Und ich habe da gleich mal einen ganz tollen Autoren an meiner Seite. Das ist Ilya Trojanow. Sein neues Buch heißt Macht und Widerstand. Ganz kurz erzählt es die Geschichte Bulgariens zwischen 1944 und 2007, aber Ilya Trojanow, ist das ein Buch über Bulgarien? Also meine Vermutung wäre eher nicht. Meine Vermutung wäre, dass man, wenn man sich jahrelang beschäftigt mit dem Zusammenhang zwischen Machtstrukturen, den Instrumenten der Macht, vor allem Macht, die repressiv wirken will, das heißt, wenn es darum geht, nicht im Dialog Entscheidungen zu fällen, sondern Gesellschaft zu durchherrschen, dass diese Strukturen übertragbar sind, natürlich nicht nur auf andere Länder mit ähnlichen politischen Strukturen, also Diktaturen oder andere repressive Systeme, sondern natürlich auch auf jede große Organisation, die ganz klar nach dem Prinzip der Autorität, der Herrschaft, der Angst konstruiert ist. Und das kann durchaus auch ein Großkonzern zum Beispiel sein. Ich glaube, dass bestimmte Vorgänge, auch zum Beispiel im Verhältnis von Geheimdiensten zur Öffentlichkeit, was ich ja sehr stark thematisiere, dass die in vielen Gesellschaften dieser Welt zum Tragen kommen. Ist das auch Ihr Eindruck? Ist das so auch so das, was momentan bei uns so passiert in Deutschland? Na und? Oder gibt es da nicht doch ein bisschen mehr Gegenwehr? Also ich habe den Eindruck, dass die Zahl der Menschen, die sich damit nicht abfinden will, dass sie zum gläsernen Menschen werden, steigt. Aber ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel bei der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung das, was der Staat macht, das muss zu Recht kritisch gesehen werden, aber dass man viel sensiblere und tiefgehendere Kritik hatte an der Frage Vorratsdatenspeicherung ja oder nein, als an der Frage, wo kommen denn die Daten her? Denn der Staat speichert sie ja nicht, sondern es sind die Provider, Internetprovider, Telefonanbieter. Oder was ist mit Big Data von Google, von Amazon, von Apple? Und das hat mich sehr verwundert, dass scheinbar privates Datensammeln von großen Konzernen, von denen, wo die Server, ich bin bestimmt kein Nationalist, aber wo die Server nicht in Deutschland sind und nicht nach deutschen Gesetzen überwacht werden, viel leichter akzeptiert werden, vielleicht weil das auch mit Service und Bequemlichkeit zu tun hat, als mögliche, durchaus kritisch zu sehende Dinge, was Datenüberwachung oder Datenmissbrauch von staatlichen Stellen angeht. Ich glaube, dass wir Gott sei Dank inzwischen den kritischen Blick auch gerichtet haben auf die Datenmanipulation und Datenraub der Großkonzerne. Wir haben ja jetzt eine wirklich wegweisende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, die grandios ist, die sozusagen die Frage, wie Datenströme verlaufen werden, auch zwischen Europa, EU und USA neu zur neuen Verhandlung vorsetzen wird. Das Interessante ist, wenn wir jetzt schon bei der Datenvorratsspeicherung ist, da sieht man ja ganz klar, wie die Politik sich treiben lässt von vermeintlich unvermeidbaren Automatismen. Also diese Datenvorratsspeicherung wird, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, immer wieder aus bestimmten Kreisen als Notwendigkeit in die Politik hineingetragen. Und dann gibt es Minister, zum Beispiel der Justizminister, der noch vor ein paar Jahren sagte, auf gar keinen Fall. Und dann kommt aber so ein Druck, so ein oft nebulöser Druck, der gar nicht gut argumentiert ist. Also ich habe mich ja intensiv damit beschäftigt, wenn man sich die wirklichen Argumente anguckt, spricht unglaublich viel gegen die professionelle Effizienz der Datenvorratsspeicherung. Also jenseits von Bürgerrechten, einfach ob das wirklich was bringt, gibt es sehr ernstzunehmende Widersprüche. Aber dann entsteht sozusagen so eine Art Rolling Stone, das muss jetzt sein, und dann wird hastig, voreilig, ich habe das Gefühl, dann werden gewisse Zeitgeistmechanismen quasi, lässt auch die Politik mit sich geschehen, und dann passiert etwas total Merkwürdiges. Dann tauchen plötzlich in so einem Gesetz, und ich erwähne das deswegen, weil es jetzt ganz aktuell ist, tauchen Paragraphen auf, wo es einem als Bürgerrechtsinteressierter die Schuhe auszieht. In diesem Gesetz gibt es jetzt den Paragraphen der Datenhehlerei.
Und dieser Paragraph ist ein völliges Unding. Ich weiß gar nicht, wer ihn geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, haben eigentlich die Parlamentarier sich damit beschäftigt? Haben sie darüber nachgedacht? Haben sie diskutiert? Also wirklich eine Frage.